So, meine Lieben, heute mal ein etwas spezielleres Video. Wir gehen jetzt, beziehungsweise wir stehen gerade vorm Supermarkt. Wir gehen jetzt fleißig einkaufen. Wir holen alles Mögliche zu essen. Wir holen Wasser zum Trinken und gehen dann raus in die Stadt hier nach Aachen und verteilen das eben an Leute, die leider kein Dach über den Kopf haben, die jetzt bei dieser Kälte draußen sein müssen, frieren müssen, nichts zu essen haben und ja, sich wahrscheinlich auch sehr freuen werden. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, ja, wie die Leute reagieren werden. Ich habe so für mich in meinen persönlichen Zielen, was das Thema ja, Jahresziele angeht, immer auch das Thema Spenden mit dabei gehabt. Und letztes Jahr ging es zum Beispiel, ging die Spende Richtung Kinderkrebsstiftung, weil wir auch familiär gesehen haben, wie es sein kann, wenn eben auch ein Kind Krebs hat. Und ja, manche Leute können sich da halt eben auch gesundheitlich viele Sachen nicht leisten. Deswegen ging 2021 dahin die Spende. Aber in diesem Jahr habe ich gesagt, neben allen anderen Spenden möchte ich auch mal etwas machen, wo man sieht, dass es direkt ankommt. Ich bin halt sehr, sehr oft in der Stadt und ich sehe ja sehr, sehr oft auch die Leute, die da vor allem jetzt im Winter draußen sein müssen, frieren müssen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich mache Ihnen mal eine Freude. Und vor allem soll dieses Video auch einfach dazu anregen, dass ihr eure Ziele gerade finanziell, gerade bei diesem Thema Aktienmarkt, nicht nur auf euch selbst bezieht und sagt, ich will die Millionen im Portfolio, ich will Multimillionär werden, sondern auch jetzt für 2023 vielleicht das ein oder andere Ziel für jemand anders setzt. Dass man vielleicht sagt, okay, wenn ich dieses Dividendenziel erreicht habe, dann kann ich davon so und so vielen Leuten helfen, sei es in der Familie, sei es irgendeine Spende, sei es irgendeine kleine Aufmerksamkeit, wo ihr vielleicht denkt, hey, da gibt es vielleicht einen Mensch, ja, der braucht vielleicht Hilfe und ihr könnt das Ganze irgendwie meistern, dadurch, dass ihr eben in der Lage seid, privilegiert seid, vorzusorgen, in Aktien zu investieren. Weil eins darf man nicht vergessen, jeder, der hier zuschaut und in Aktien investiert, das ist ein absolutes Luxus, ja, eine Luxusherausforderung, in Aktien zu investieren. Und ich finde es einfach toll, ja, dass wir Heizung haben, Wohnung haben, es uns gut geht, wir in Urlaub fahren können, wir immer lecker Essen haben, ja, vor allem meine Freundin zaubert immer lecker Essen für mich und deswegen möchte ich dieses Jahr einfach was zurückgeben und ich nehme euch mal ein bisschen mit. Wir sind jetzt auch am Supermarkt angekommen, gehen jetzt rein. Ich habe auch eben schon jemand gefragt auf der Straße, ob er irgendwelche Wünsche hat. Ja, da hat er gesagt, einen Kaffee, müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen. Ich glaube, wir gehen gleich schon in die Stadt, holen Kaffees und ein Brötchen mit Frikadellen hat er sich gewünscht und das versuche ich ihm natürlich auch zu erfüllen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Bananen geholt. Ganz viel Wasser und was immer wichtig ist, dann haben wir hier einmal Dessert für jeden, Apfel, ein paar Brötchen, Waffeln, auch auf jeden Fall voll mit einigen Sachen. Wir holen dann tatsächlich gleich vielleicht noch warme Getränke, irgendwie Kaffee, aber wir sind halt, ich bin mit meiner Freundin unterwegs, leider mit keiner Mannschaft, da müssen wir halt immer vier Kaffees, dann schauen, wer gerade den trinken kann, dass es auch nicht irgendwie kalt wird, damit die ja auch noch ein bisschen warme Getränke haben, was glaube ich bei dem Wetter sehr, sehr erfreulich dann ist. Ich habe jetzt hier eben jemand gehabt, der hatte sich ja ein Frikadellenbrot gewünscht. Ist aber leider nicht mehr da. Ich hoffe, ich erwische ihn gleich nochmal. Ich habe mir extra gesagt, bleib hier. Ich komme gleich, gehe jetzt einkaufen. Aber vielleicht hat er auch nicht dran geglaubt. Wer weiß, was die alles so auf Tagesbasis erleben. Aber ich hoffe, ich finde ihn gleich noch.
jetzt als Fazit zu dem Ganzen. Wir haben natürlich nicht zu viel aufgenommen. Ich persönlich habe auch entschieden, dass wir die meisten Sachen einfach nicht aufnehmen, weil erstens mir war es unangenehm und das war jetzt auch nicht der Sinn der Sache, den Leuten da irgendwie die Kamera ins Gesicht zu halten, sondern wie gesagt, das Ganze habe ich jetzt auch meiner Freundin gesagt, machen wir jetzt tatsächlich auch so ohne Kamera einmal im Monat, weil wir einfach gesehen haben, das ist einfach mega schnell gemacht. Man geht einmal durch die Stadt, beziehungsweise geht kurz einkaufen, holt ein paar Sachen und geht wirklich, ich sag mal, eine Stunde durch die Stadt und die Leute freuen sich extrem, sind extrem dankbar und haben auch alles genommen. Früchte, Bananen, Äpfel und es ist einfach auch sehr, sehr schnell gemacht. Die Leute freuen sich, hat einen total positiven Effekt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video inspirieren, vielleicht ähnliche Sachen zu machen und vor allem auch, wenn ihr euch gerade jetzt am Ende des Jahres mit den Zielen beschäftigt, da vielleicht das ein oder andere kleine Ziel auch für andere Menschen zu setzen. Vor allem, es fühlt sich selber auch immer schön an, wenn man selber auch merkt, hey, man ist in einem Jahr vorangekommen und kann dadurch auch wieder anderen Leuten irgendwie helfen. Das heißt, unterstützt eure Mitmenschen. Es gibt, glaube ich, genug, ja, Sachen auf der Welt, die eben nicht so schön laufen, wo man wirklich sagen kann, das läuft schief. Aber es fängt bei jedem im kleinen Stil an, dass man wirklich sagt, hey, ja, jeder sollte das machen, was eben für möglich ist. Und ja, vielleicht kann man sich da immer was überlegen. Wir machen das jetzt ja jeden Monat, weil das einfach sehr schnell gemacht ist und freuen uns. Könnt ihr mal gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet und grundsätzlich, wie ihr die Idee fandet. Bis dahin.